flüchtet man sich manchmal richtig extrem in Arbeit. Aber nicht nur in die Arbeit, sondern auch sonst engagiert man sich wirklich extrem. Woher kommt das? Wo liegen die Ursachen? Was für Probleme können daraus entstehen? Wieso ist das vielleicht auch so, wenn man aus einem extrem narzisstischen Umfeld kommt? Und was kann man machen, wenn man da einen etwas ausgeglicheneren Blick bekommen möchte, auch etwas ändern möchte? Ich habe einige Tipps und am Ende natürlich auch drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Ja, heute das Thema ja Arbeiten, zu viel Arbeiten. Ja, und sich zu stark engagieren, das kann auch zum großen Problem werden. Es ist ja per se nicht schlecht, mal mehr zu arbeiten, sich auch mal mehr zu engagieren, aber auch wichtig natürlich, seinen Ausgleich zu schaffen. Ja, aber was ist eigentlich, wenn man den Fokus tatsächlich immer nur auf die Produktivität da legt und sich wirklich permanent sozusagen abarbeitet? Ich werde euch mal sagen, wo das herkommt und wie das vor allem auch aussieht. Wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema, total gerne, könnt ihr unten auch in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr neu seid, abonniert super gerne meinen Kanal. Samstags gibt es hier ein Video und wie ihr seht, auch thematisch eine große Bandbreite bei mir. Ja, es gibt natürlich, muss man auch sagen, man kann, wenn man das macht, erfolgreich sein sozusagen, ne, auch auf der Arbeit, wobei man gucken muss, was ist Erfolg? Erfolg kann sein, dass man die Karriereleiter aufsteigt, Erfolg kann sein, dass man wahnsinnig viel Geld vielleicht irgendwann auch verdient. Es kann aber auch sein, dass man sich abarbeitet und dann vielleicht weniger Erfolg hat. Ne? Das heißt, wirklich immer wieder vielleicht seinen Job auch durchaus verliert oder eben auch sehr stark ausgenutzt wird. Also es gibt da durchaus auch verschiedene Seiten, wenn ich euch das jetzt hier erzähle, dass ihr es ein bisschen im Hinterkopf habt. Ja, es kann eben ein extrem hohes Pensum sein. Das bist du vielleicht schon gewohnt, schon immer gewohnt, dass du ein extrem hohes Pensum jeden Tag fährst. Schon als Kind oder Jugendlicher, wenn du dich erinnerst, in der Schule, dich musste da niemand groß zu zwingen. Du hast wahnsinnig viel getan, denn du wolltest gute Noten haben. Du wolltest immer der Beste sein, denn du hast zu Hause immer gehofft, dass du dann von deinem Vater und deiner Mutter ein wenig Aufmerksamkeit, ein wenig Lob bekommst und auch unter euren Geschwistern, es war ein großer Konkurrenzkampf immer, dass du da eben gesehen wirst. Ja, und nicht nur in der Schule, du hast auch sonst alles gegeben, um wirklich ja gemocht zu werden, beliebt zu sein, hast dich da schon richtig viel bei euch engagiert. Vielleicht in der Gemeinde warst du immer derjenige, der da für die alten Menschen die unterstützt hat irgendwie, sie vielleicht auch später dann durch die Gegend gefahren hat zum Einkaufen. Also du warst immer derjenige, der Nette. Man kannte dich schon früher immer als der Liebe, der Nette. Ja, das mochtest du gerne, dass es so war. Aber du hast auch gemerkt, wow, das war ganz schön viel. Das war ein ganz schön großes Programm, was du da gemacht hast. Und dein Terminplan war schon damals voll. Und wenn du heute guckst, sieht es wirklich nicht anders aus. Normale Arbeit ist für dich eigentlich gar kein Thema, sondern wirklich, du wirst schon fast oder bist ein Workaholic. Ja, was ist ein Workaholic? Wir benutzen das Wort so oft, da dachte ich, guck mal nach. Beim Duden mal geguckt, da steht drin, das ist jemand, der sich nur schwer von seiner Arbeit lösen kann, übermäßigen Genuss bei der Arbeit verspürt und sein Leben auf die Arbeit ausrichtet. Habe ich euch unten auch verlinkt. Dachte ich so, naja, Genuss bei der Arbeit verspürt. Weiß ich gar nicht, ob das immer so ist. Warum ich da so ein bisschen dran zweifle, werdet ihr auch gleich merken. Ja, und vielleicht übernehmt ihr immer mehr Aufgaben im Unternehmen. Ihr seid angestellt und habt eine Anstellung, es sind jetzt irgendwie 30 Stunden, nur befristeter Vertrag, aber immerhin etwas habt ihr gedacht, ja, und es wird euch auch suggeriert, wenn ihr euch jetzt richtig ins Zeug legt, dann stehen die Chancen gut, dass ihr vielleicht auch einen Festvertrag bekommt und dann auch 40 Stunden Vollzeit. Ja, und so findet ihr euch wieder, dass ihr wirklich euch über die Maßen hinaus auf der Arbeit engagiert. 30 Stunden arbeitet ihr schon lange nicht mehr, natürlich unbezahlt wesentlich länger. Und euer Chef hat auch herausgefunden, dass ihr wirklich gut drauf seid und einfach auch sehr, ja, so ein bisschen hands-on-mäßig. Das heißt, ihr seid eigentlich im Marketing, aber er hat auch gemerkt, im Controlling seid ihr auch ganz hilfreich. Und auch Präsentationen für andere Kollegen macht ihr auch noch mit. Ihr findet euch irgendwann wieder, ja, auch nach 2 Jahren noch in der nächsten befristeten 30-Stunden-Stelle. Es wird euch nicht gedankt, aber ihr denkt, wenn ihr euch nur engagiert, dann wird das schon werden. Ja, und dann kann es natürlich auch sein, dass man sich nicht nur auf der Arbeit abarbeitet, permanent und ganz viel und über die Maßen hinaus sich vielleicht sogar ausnutzen lässt. Nein, auch in der Freizeit kann das sein. Zum Beispiel im Ehrenamt. Versteht mich nicht falsch. Es ist toll, wenn man sich engagiert, aber auch das kann natürlich
too much werden, auch die große Gefahr, dort ausgenutzt zu werden. Stellt euch vor, dass ihr jetzt Mitglied in so einer Selbsthilfegruppe ist. Ein Thema interessiert euch total und ihr blüht da wirklich auf, denn eure Hilfe wird gebraucht. Ihr seid richtig gut, was das Thema Internet und Webseiten betrifft. Also ist es für die Vorstandsvorsitzende dort in der Selbsthilfegruppe eigentlich der Glückstreffer, dass ihr sie unterstützen könnt. War das am Anfang noch so ab und zu mal eine Stunde, fallen ihr immer mehr Ideen ein, was ihr noch so alles machen könnt. Und da ihr wirklich mit Herzblut dabei seid und auch wirklich ja, was leisten und machen möchtet und auch was Sinnvolles machen möchtet, ja, engagiert ihr euch über die Maßen hinaus. Aber so über einen langen Zeitraum merkt ihr auch, es wird immer mehr. Es wird sogar so viel, dass ihr ja da bis abends spät manchmal sitzt und ihr aber dafür auch gar keine Anerkennung wirklich bekommt. Im Gegenteil, die Frau im Vorstand, die brüstet sich immer mit allem, präsentiert das ab und zu im Stillen. Sagt sie vielleicht mal einen Satz zu euch, aber so richtig Dankbarkeit ist da nicht. Aber anstatt dann weniger zu machen, arbeitet ihr immer mehr, engagiert euch da immer mehr in der Hoffnung, dass da vielleicht etwas kommt. Was da vielleicht noch hintersteckt, erzähle ich euch gleich. Es kann auch sein, dass ständige Weiterbildung, um den eigenen Ansprüchen, den hohen Ansprüchen zu genügen, dass auch das ja irgendwie etwas ist, was euch ständig begleitet. Selbst ihr habt ein Studium abgeschlossen, es war schon auch sehr anstrengend, alles musstet viel arbeiten, anstatt jetzt mal durchzuatmen, nein, es geht weiter, es muss die nächste Weiterbildung, es muss die Fortbildung sein, es müssen Kurse sein. Ihr investiert sehr viel Geld, nicht in Urlaube, sondern in Fortbildung, in Weiterbildung, in der Hoffnung, ja, in welcher Hoffnung eigentlich, dass ihr jetzt doch irgendwie, dass es jetzt irgendwie auch gut sein muss, dass ihr doch jetzt wirklich irgendwann an diesem Punkt seid, dass andere Leute euch und eure Arbeit auch anerkennen, dass ihr auch vielleicht einen guten Job bekommt und dass sich das Ganze auch gelohnt hat. Ihr merkt aber auch, die Jahre vergehen, ihr macht immer mehr, aber so richtig Anerkennung kommt nicht. Ihr kommt auch nicht weiter im Job, egal was ihr macht. Es kann auch sein, dass man sich engagiert, in der Freizeit sozusagen, im Freundeskreis, auch da und zwar auch über die Maßen hinaus und sich da auch abarbeitet. Was meine ich damit? Vielleicht seid ihr handwerklich, arbeitet als Handwerker und ihr Handwerker, also ihr macht so alles Mögliche zu Hause, so Innenausbau, ihr kennt euch einfach gut aus und das weiß auch euer Freundeskreis. Und ja, es ist einfach wirklich regelmäßig so, dass bei euch das Telefon klingelt, auch am Wochenende. Sag mal, kannst du nicht, bist du mal so freundlich, kannst du uns mal schnell was machen? Ja, und es fällt euch schwer. Es fällt euch einfach schwer, da nichts zu machen. Ihr engagiert euch auch da sehr, ihr fahrt überall hin, verlangt dafür auch meistens nichts, sind ja auch eben Freundschaftsdienste, aber ihr merkt auch, die Arbeit nimmt da extrem viel Zeit ein, weil es eben auch noch in der Freizeit ist und die Dankbarkeit, aber auch die Wertschätzung eurem Bekanntenkreis, die ist gar nicht da. Stattdessen kommen sogar noch blöde Sprüche. Sag mal, hast du am Wochenende nichts Besseres tun, als bei uns hier auf dem Parkett rumzukriechen? Ihr findet das gar nicht so richtig lustig irgendwie, aber denkt euch, naja, was soll's, es sind doch meine Freunde und für Freunde ist man doch eben auch die ganze Zeit da. Es kann auch sein, was in diesem Zusammenhang, finde ich, sehr wichtig, auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass einem ein leerer Terminplan Angst macht, habe ich es hier genannt. Ne? Wenn ihr ganz ehrlich zu euch seid, seid ihr Menschen, die ist einfach, vielleicht jemand, der es braucht sogar, immer in Action zu sein. Es ist gerade noch ganz harte Zeit für dich aktuell, weil das nicht so richtig geht, aber generell, so jemand, der die ganze Zeit ja entweder am Schreibtisch sitzt und arbeitet und etwas tut oder eben ja, sich anderweitig engagiert, sich vielleicht im Freundeskreis auch engagiert, etwas macht und tut. Auch selbst zu Hause ist die Zeit, die du dort verbringst, immer produktiv. Also es ist nicht so, dass du einfach auch mal dich nachmittags um 5 aufs Sofa liegst und einfach mal entspannst und in der Woche, nein, es muss etwas Produktives erfolgen, denn nur dann fühlst du dich auch gut und auch nur dann ist es für dich alles sozusagen innerlich in Ordnung. Denn der nächste Punkt, Zeit muss produktiv genutzt werden. Das kann ein Mantra sein, den du vielleicht sogar im Kopf hast, von zu Hause mitunter auch, vielleicht sogar aus einem narzisstischen Umfeld auch. Ne? Dieses schwäbische Schaffe, Schaffe, Häusle baue gibt es ja, diesen Einspruch irgendwie, ne?
Und so dieses Ganze, man muss etwas tun, man muss arbeiten, so ist das Leben halt, das ist auch der Fokus der ganzen Sache, denn mit Arbeit kommt vielleicht Geld, kommt Reichtum vielleicht irgendwann auch und ja, Arbeit ist wahnsinnig wichtig. Ja, und das ist vielleicht auch etwas, was sich richtig verinnerlicht hat, was euch auch so schwer macht, heute als Erwachsener, ja, da loszulassen und da einfach auch mal fünfe gerade sein zu lassen, selbst wenn die Arbeit auch mal nicht erledigt ist und einen Ausgleich zu haben. Ja, was für Probleme entstehen? Ja, wenn man zusätzlich immer noch einen Anspruch hat, ja, Perfektionismus vielleicht sogar auch hat, die Arbeit richtig und gut zu machen und sich da auch selber unter Druck setzt, dann ist das natürlich etwas, was einen wahnsinnig stressen kann. Im narzisstischen Umfeld kann das auch zu riesengroßen Problemen führen. Denn, ich habe euch das eben gerade gesagt, ihr habt einen Freundeskreis, sagen wir mal, der ist extrem narzisstisch, der ruft euch die ganze Zeit an, ihr fahrt dorthin, ihr merkt selber, das Ganze wird ausgenutzt, es wird einfach nicht gewertschätzt. Das kann euch auch auf der Arbeit so gehen, ne? Die Kollegen, die ich gesagt habe, die da, wo der Chef sagt, ach hier, kannst du nicht nochmal in dem Bereich aushelfen und dort, du kriegst aber trotzdem keinen Vertrag. Auch das ist etwas, was wie gesagt ausgenutzt wird. Und trotzdem, man arbeitet sich vielleicht auch ab. Als Kind, habe ich euch eben gesagt, vielleicht auch noch später, dadurch, dass man vielleicht, wie gesagt, Weiterbildung macht, promoviert, prestigereiche Jobs irgendwie versucht an Land zu ziehen, um vielleicht auch, das kann auch ein Punkt sein, das große Problem auch den narzisstischen Eltern, auch wenn man schon älter ist, zu gefallen. Und es kommt aber häufig eben keine Anerkennung von Narzissten, trotz Leistung im Job, trotz dass man ihnen hilft. Ja, und das ist natürlich etwas, was einen trotz allem immer wieder auch enttäuschen kann. Ja, hat man jetzt viel mit Narzissten zu tun oder ist man früher auch im narzisstischen Elternhaus gewesen, dann fühlt man sich ständig nie genug, weil man eben dieses Lob und Anerkennung, die man sich durch diesen massiven Einsatz, den man bringt die ganze Zeit, dass der einfach überhaupt nicht kommt. Man fühlt sich dann, man spürt das schon, eben sehr ausgenutzt oftmals und hofft aber trotzdem. Irgendwann werden die Menschen es anerkennen, irgendwann werden sie es sehen, irgendwann wird es sich doch auch auszahlen, dann werden die mir bestimmt auch, besagter Mann, der immer zu Freunden fährt und dann diese ganzen Arbeiten zu Hause macht, irgendwann, wenn ich die mal brauche, dann werden sie auch für mich da sein. Leider werden diese Hoffnungen, muss man auch ganz klar sagen, häufig extrem enttäuscht. Ja, man kann auch eine ganz, ganz große innere Leere dadurch verspüren, trotz auch Erfolg, muss man sagen. Was ich eben gesagt habe, es kann durchaus sein, dass es eben nicht dieser 30-Stunden-Job nur ist und man kriegt keine Beförderung. Es kann auch sein, dass ihr euch durchaus auf der Karriereleiter nach oben bewegt und dass ihr auch mehr Geld habt, aber ihr merkt trotzdem, da ist irgendwie trotzdem eine innere Leere. Ihr arbeitet immer mehr, ihr macht immer mehr, die Erfolge werden auch mehr, aber es steigt irgendwie auch die innere Leere. Und ja, die Folge ist oft eben, wenn eben dieses Gefühl manchmal hochkommt, eben ausgenutzt zu sein, ne? Und eben auch eben wahnsinnig viel zu arbeiten und auch sich zu engagieren, dass man eben wirklich auch ausgebrannt ist, dass man rein körperlich teilweise echt kaputt und fertig ist, gar nicht mehr richtig kann. Man kann dadurch auch wahnsinnig frustriert natürlich werden, ne? Wenn man das sieht, man arbeitet sich da ab, 30 Stunden und Job und macht und tut in der Hoffnung und es passiert einfach gar nichts und das ist natürlich auch sehr deprimierend und kann einen sehr niederschmettern. Jetzt, bevor ich zu den Tipps komme, einfach mal die Ursachen, woran das liegen kann. Ich habe euch das eben schon das angeklungen, deswegen auch mit dem narzisstischen Umfeld. Es kann durchaus sein, dass man dieses Arbeitsprogramm an den Tag legt, dieses Mega-Engagement die ganze Zeit, auch wenn man ausgenutzt wird, dass es im Programm einfach von früher ist, wenn man im extrem narzisstischen Elternhaus aufgewachsen ist. Ich habe zu dem Thema einige Videos, schaut mal hier oben und hier unten auch für euch verlinkt. Das ist diese Anerkennung von zu Hause, endlich gesehen zu werden und Anerkennung zu bekommen. Vielleicht auch über die Arbeit ja etwas selber auch so ein bisschen kreieren und steuern zu können, was zu Hause in einem narzisstischen Elternhaus einfach nicht da ist und irgendwann auch einfach etwas zu spüren, irgendwann Anerkennung und
vielleicht auch gemocht und geliebt zu werden, diese große Hoffnung und sich daran eben abzuarbeiten, indem man Leistung bringt und Engagement. Ja, und vielleicht auch sich selber permanent zu beweisen, dass man kein Versager ist, wie einem das die extrem narzisstischen Eltern vielleicht immer gesagt haben und man in seinen Gedanken endlich genug wird. Ja, jetzt habe ich aber einige Tipps für euch. Wenn ihr da in so einer Schleife vielleicht so ein bisschen drin hängt, kann immer sein, kann ab und zu mal sein, kann beruflich sein, kann privat sein oder auch beides, dann habe ich einige Tipps für euch jetzt und dann natürlich auch drei Fragen noch abschließend. Wichtig ist die Ursachenforschung, also wo kommt das Ganze einfach her? Also zu schauen, ja, ist es so ein Abarbeiten, was ich euch eben als Beispiel gesagt habe, von wirklich, von früher, von den Eltern? Ist es vielleicht eine Flucht dieser inneren Leere, davon zu laufen, sie abzuarbeiten, wegzukommen davon, um sich damit nicht konfrontieren zu müssen? Ist es wirklich die Suche nach Anerkennung, dass man endlich gesehen wird, endlich wahrgenommen wird vielleicht auch und ein Fünkchen Liebe vielleicht bekommt. Entweder ja durch vielleicht auch die Anerkennung immer noch der Eltern. Und ich meine, da muss ich euch auch sagen, ihr könnt halt auch schon älter sein, ihr könnt immer noch, eure Eltern sind vielleicht sogar älter, aber ihr sucht vielleicht immer noch nach der Anerkennung, immer noch nach Lob, immer noch, dass ihr gesehen werdet, dass ihr doch ein guter Mensch seid und nicht unfähig, wie es euch so oft suggeriert wird. Ja, und dann eben auch alles im Griff zu haben. Auch das kann eine Ursache sein. Ne? Weil ich habe euch gesagt, im narzisstischen Elternhaus sehr oft Chaos, sehr oft Drama, auch Unzuverlässigkeit, Unsicherheit. Und da alles sozusagen über dieses Tool, so, über die Bildung auch im Griff zu haben. Dann ist quasi Bildung auch ein Ausweg in dem Moment, um da vielleicht so eine Struktur zu haben für sich selber einfach auch. Und ein guter Mensch zu sein, kann auch sein, eine Ursache, wenn man ganz viel leistet. Was ich eben gesagt habe, diese mantraartigen Sprüche irgendwie im Kopf, ne, ich muss ganz viel leisten und ganz viel machen. Und dann sehen das vielleicht auch andere. Und ja, ich fühle mich einfach auch viel besser, wenn ich mich richtig doll engagiere. Man merkt aber gar nicht, dass einem das gesundheitlich und auch sonst vielleicht überhaupt nicht so richtig gut tut in dem Maß. Ja. Dann ist es auch noch ein Tipp von mir zu erkennen, eben wenn man ausgenutzt wird und hingehalten. Das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, ja. Auf der anderen Seite kann es einem auch ein Stück Realität geben und ein Stück, dass man sich einfach auch weiterentwickelt und nicht weiter abarbeitet. Ne, im Job, dass man Sachen macht, für die man nicht bezahlt wird, durch leere Versprechen. Wenn ihr das merkt, dass das irgendwie immer nur ein Hinhalten ist, irgendwann das Ganze auch zu erkennen und zu sehen, man kann sich da abarbeiten, wie man will. Das ist keine Aufgabe dann, sondern einfach die Realität zu sagen, ich muss woanders gucken, denn hier komme ich nicht weiter. Dass man auch, was ich ihm gesagt habe, mit dem Ehrenamt sich engagiert und macht und tut und man immer noch mehr machen soll. Aber man sieht auch nach langer Zeit, über den Verlauf, da kommt keine Anerkennung. Da wird man vielleicht immer in die zweite Reihe gestupst und man wird eher unter den Tisch gekehrt. Und das ist alles unausgeglichen vielleicht auch und frustrierend zu erkennen, dass es das eben auch ist und dann zu gucken, wie kann man das für sich auch einfach ändern. Dann die eigene Lebenszeit zu betrachten, das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Das Leben soll ja schön sein und auch glücklich sein. Ist nicht immer so, es passiert auch immer ganz viel im Leben, aber grundsätzlich natürlich schon. Und man sollte es eben auch ganz, ganz doll genießen. Puh, da werden bei einigen sagen so, puh, ja, aber man muss doch auch vor allem arbeiten. Ja, man muss auch arbeiten, ja, sicherlich, die meisten von uns. Aber natürlich sollte man vor allem Spaß haben im Leben und das Leben genießen. Und das ist vielleicht auch etwas, was bei euch, wenn ihr aus einem extrem narzisstischen Elternhaus kommt, so ein bisschen verpönt fast, Spaß zu haben, Party zu machen, ja, das Leben zu genießen, ja, einfach zu reisen oder so. Wie kann man nur? Man muss sich doch wirklich, muss doch produktiv sein, etwas machen und da vielleicht auch so ein bisschen seinen Gedanken mal drauf zu fokussieren und auch mal eine andere Richtung auch zu denken. Weg von diesem, du musst was leisten und auch dieses Gewinner-Verlierer-Denken haben extreme Narzissten auch oft. Habe ich auch mal ein Video gemacht, hier oben, hier unten. Schaut es euch auch gerne mal an, schaut da wirklich hin. Dann kann es auch ein sehr gewohntes Programm sein, sich eben so ins Zeug zu legen. Dass man halt so der Helfer ist, die ganze Zeit, sich mega engagiert.
Und dann leider aber, wie gesagt, auch von anderen Menschen oft ausgenutzt wird oder sich auch einfach wahnsinnig leer fühlt. Dieses Unterstützungshelfungshelferprogramm kann tatsächlich auch von früher kommen. Das ist eine Rolle, die man vielleicht zu Hause schon hatte und zack, übernimmt man die dann auch automatisch oftmals mit ins Erwachsenenalter und das ist natürlich nicht so doll. Deswegen so wichtig, lernen eben auch Grenzen zu setzen, sage ich euch so oft. Wenn ihr damit Probleme habt, bei extremen Narzissten zum Beispiel, hier oben, hier unten, ein Video, schaut es euch gerne im Anschluss einfach mal an. Das sind ganz viele Tipps. Auch einfach bei Kollegen eben zu sagen, nee, das, ich habe jetzt keine Zeit, das mache ich nicht. Im Ehrenamt sind auch solche Punkte. Dann ganz praktisch lernen, Ziele zu setzen, aber eben auch realistisch zu gucken, einfach, okay, welche Ziele habe ich einfach auch, was möchte ich auch erreichen, aber wo ist einfach auch gut, was habe ich vielleicht aber auch privat für Ziele, was möchte ich privat jetzt außerhalb dessen, dass ich mich abarbeite, vielleicht im Leben noch alles Schönes machen. Das sind ja auch wichtige Punkte. Perfektionismus ablegen, meine Lieben, auch das ein so wichtiges Thema, nicht in den Perfektionismus zu verfallen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe euch eben gesagt, ja, in der Freizeit was machen und ja, das Leben genießen und Ziele und zu sich zu setzen, was man da vielleicht auch mal ein bisschen machen will. Ja, aber dafür muss man vielleicht erstmal herausfinden, was man selber will. Und das kann eben ein großes Kernstückchen auch sein, dass man das überhaupt nicht weiß. Und wenn man das nicht weiß und damit auch Probleme hat, flüchtet man sich vielleicht in Arbeit und in Engagement. Aber das kann man herausfinden. Dafür habe ich aber ein extra Video auch gemacht vor einiger Zeit und das verlinke ich euch ebenfalls hier unten und auch im Anschluss des Videos. Jetzt erstmal drei Fragen. Das erste ist, arbeitest du und engagierst du dich sehr extrem? Das zweite ist, woran liegt das vielleicht? Und das dritte ist, wie kannst du beginnen und wo auch erste Grenzen zu setzen? Ja, meine Lieben, das war mein Video zum Thema, sich so richtig extrem abzuarbeiten. Wenn ihr jetzt Fragen habt, Tipps habt, Tipps haben wollt, dann könnt ihr super gerne mit mir sprechen. Wir können skypen, wir können telefonieren. Schaut auf meinem Blog vorbei, hier unten auch verlinkt, narzissmusverstehen.de und dann können wir ganz unkompliziert das Ganze natürlich machen. Ansonsten wünsche ich euch eine zauberhafte Woche. Es ist momentan noch schwierig, man kann nicht so viel machen. Was ich ja mache, ist momentan einfach sehr viel joggen. Dann beim SUP fahre ich manchmal auch noch durch die Gegend. Schaut bei Instagram auch gerne mal vorbei. Da seht ihr auch immer, wo ich da so unterwegs bin, was ich da mache. Also wo im Sinne von, ich bin natürlich nicht weit weg, aber häufig eben in der Natur, um einfach mal so ein bisschen ja, durchzuatmen. Und auch das Winterwetter, Mann, es hat hier geschneit. Das war neulich total schön zu genießen. Also meine Lieben, habt eine schöne Woche. Ich freue mich total, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dahin, ciao.